spielst du wieder Fußball. Du kommst ins Training und du machst nur, was du willst. Es ist kein einziger Ball dabei für unser Spiel. Es ist nur dein eigenes Spiel. Hier noch ein Trick, da noch ein Trick und hier noch eine Idee. Und keine einzige klappt davon. Mir steht's hier oben, ehrlich. Jeder spielt den Ball tief, aber du hast eine bessere Idee. Ja, die klappt auch riesig. Hier könnt ihr hinterherlaufen. Viel Spaß. Wutrede von Trainer Thomas Tuchel, Adressat Stürmer Jean Parker. Vor dem Endspiel gegen den HSV um die Europa League wird es auch mal laut. Tuchel setzt im Training Zeichen und die Spieler wissen, was am Samstag auf dem Spiel steht. Ja, wir fokussieren uns jetzt auf das Spiel am Samstag extrem. Also wir freuen uns jetzt, die Spannung war auch schon richtig hoch heute im Training. Und ich glaube, dass es diese positive Energie und dieses positive Ziel für uns jetzt sehr wichtig ist und auch die letzte Woche noch mit Vollgas angehen lässt. Und ja, wir freuen uns alle auf das Spiel. Ein Punkt Vorsprung kamen die 05er vor dem Konkurrenten aus Augsburg, die sich durch den Last-Minute-Sieg bei Schlusslicht Braunschweig noch alle Chancen auf Platz 7 gewahrt haben. Der FCA bereitet sich derweilen auf das letzte Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt vor, das auf jeden Fall gewonnen werden muss. Bei den Adlerträgern dreht sich derzeit alles um den Wechsel von Kapitän Pirmin Schwegler zum Ligakonkurrenten aus Hoffenheim. Ansonsten geht es für die bereits gesicherte Eintracht um nichts mehr. Die Augsburger wissen allerdings, dass das Spiel kein Selbstläufer wird. Ja, Frankfurt ist unheimlich stark. Das haben sie dieses Jahr bewiesen, das haben sie letztes Jahr bewiesen. Also das wird auf gar keinen Fall ein Spaziergang. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Und ja, wie gesagt, das erwartet uns eine richtig starke Frankfurter Mannschaft. Wir sind trotzdem in der Lage, selbstbewusst in das Spiel zu gehen. Wir haben schon große Mannschaften hier geschlagen und sind auch in der Lage, Frankfurt zu schlagen. Aber es wird natürlich unheimlich schwer. Die Hausaufgaben müssen die Augsburger im Fernduell mit Mainz 05 also erst einmal selbst erledigen. Doch unabhängig von dem Ergebnis in der SGL-Arena wollen die Mainzer sich ganz alleine auf ihr Spiel fokussieren und vor heimischer Kulisse 3 Punkte gegen den HSV einfahren. Ja, ich denke, das haben wir von Anfang an nicht gemacht, dass wir auf die anderen Plätze geschaut haben, sondern auf unsere Leistung und spezielle Ergebnisse. Und wir haben jetzt ein Heimspiel am Schluss, das wir unbedingt gewinnen wollen. Und ja, da brauchen wir eben gar nicht auf andere schauen. Wenn wir das machen, dann ist alles gut und genauso gehen wir es auch an. Ein Sieg gegen die abstiegsbedrohten Hamburger würde also reichen, um nächste Saison in der Europa League dabei zu sein. Die Hanseaten hoffen derweil auf die Rückkehr von Pierre-Michel Lasogga und Johan de Giroux, die im Laufe dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen sind. 2 Hoffnungsträger für die Rothosen, die die letzten 4 Spiele allesamt verloren haben und nun mit dem Rücken zur Wand stehen. Um den Relegationsplatz gegenüber Nürnberg und Braunschweig zu verteidigen, braucht der Bundesliga-Dino dringend Punkte. Trotz brisanter Lage ist der Glaube an den Klassenhalt noch vorhanden. Einige Spiele haben wir auswärts jetzt verloren, aber das interessiert uns alles nicht. Ich meine, das ist das letzte Spiel. Wir können den Platz 16 mit einem Sieg sichern. Das ist unser Ziel und ich denke, die Mannschaft weiß das und so werden wir das Spiel auch angehen. Ein Endspiel für beide Mannschaften in der ausverkauften Kofas Arena, in der hoffentlich aus Rhein-Main-Sicht am Ende die Heimfans allen Grund zum Jubeln haben.